Das ist hier das neue Porsche Taycan Facelift. Was kann er? Wir fahren ihn heute und besonders in dieser Version, weil ich werde euch erzählen, warum das hier der beste Taycan ist, den ihr kaufen könnt. Los geht's. Ich bin der Thomas, das ist Autogefühl. In der Front sieht jetzt nicht so viel verändert aus. Unten so ein kleines bisschen. Enzianblau ist diese Farbe, eine meiner Lieblingsfarben bei Porsche. Und ja, ich habe mich extra dafür dann auch passend gekleidet. HD-Matrixlicht ist sogar optional verfügbar. Ist einfach nochmal eine bessere Ausleuchtung vom Fernlicht. Länge 4,96 Meter, das ist so geblieben. 20 Zoll Felgen, neue Designs. Also das sind jetzt hier 20 Zoll in diesem ja, geschlossenen Design für bessere Aerodynamik. Rein auf der technischen Seite ist das Wichtigste eine neue Porsche Active Ride, neue hydraulische Federung. Da zeige ich euch gleich mal ein Beispiel davon. Ist nicht verfügbar hier für die reine Heckantriebsvariante, weil das ist sozusagen hier, was ihr seht, die Basisversion vom Porsche Taycan. Finde ich richtig gute Wahl, weil, hey, Heckantrieb ist Heckantrieb, oder? Und es hat natürlich noch ein paar mehr Vorteile. Die Ladeklappen gibt es auf beiden Seiten und auf beiden Seiten elektrisch. Hier, ich swipe hier so, dann geht es auf. Auf der Fahrerseite nur AC laden, auf der Beifahrerseite ist dann auch noch DC mit dabei. 320 Kilowatt ist da der Peak und 18 Minuten von 10-80% SOC. Das ist schon richtig, richtig gut. Wir haben letztens auch schon mal einen ausführlichen Ladetest gemacht. Wenn ihr das auch mal sehen wollt, schaut einfach mal in das zweite Video mit rein. Kommen wir mal hier langsam zum Heck. Was ganz cool ist, ist dieses Leuchtenband, was von links nach rechts geht. Das ist echt cool. Und dann entweder habe ich hier ein neues Styling, hier in Blau zum Beispiel für das Porsche-Logo. Das finde ich auch ganz cool. Es gibt es aber jetzt auch komplett beleuchtet. Das sieht auch nochmal so ein bisschen fancier aus. Und ansonsten ein sehr, sehr cleanes Design ja auch im unteren Bereich. Kofferraum gibt es hier mit der elektrischen Heckklappe. Können wir uns auch direkt ansehen. Die Breite ein bisschen limitiert, nur so ungefähr 90 cm. Die Länge dafür ist aber dann hier ein guter Meter. Und für das Kabel gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also entweder kann ich das hier unten reinpacken, hier so ein einfaches AC-Kabel. Hier ist ein bisschen Platz. Oder da haben wir hier noch so eine zusätzliche Box, wenn du diese größeren Kabel für zu Hause oder so, aber ja, ob man es wie ich brauche, weil das nimmt natürlich auch sehr viel Platz hier im Kofferraum weg, wenn du das hier rumfliegen hast. Hier, zwei Drittel, ein Drittel ist das. Gibt natürlich auch geräumigere Autos. So, wenn ich jetzt mal die Blinker anmache, dann könnt ihr das mal sehen. Das sieht nämlich auch richtig cool aus. So, los geht's. Also hin. Oh, was ist jetzt passiert? Okay, hier sehen wir schon mal, dass die Blinker also tatsächlich auch hier durchgehen. Auch, weil das muss ja auch hier, wenn der Kofferraum offen ist, das war wirklich. Was ist denn hier passiert jetzt eigentlich? Hä? Also, okay, interessant. Vielleicht ist es der Rucksack hier oder der Koffer hier. Wir schieben das mal ein kleines Stück weiter rein. Aber es ist mir tatsächlich beim Taycan schon häufiger passiert. Jetzt schauen wir mal. Jetzt macht das. Okay. Also war wahrscheinlich nur ein kleines Stück, was gefehlt hat. Ja, weil das hier halt einfach schon so. Da ist natürlich dann der Sporttourismo oder der Crosstourismo besser. Die haben natürlich dann so ein bisschen weitergehen. Ja, sind ja so ein bisschen kombimäßig im Prinzip. Wenn wir jetzt weiter nach vorne gehen wieder, das ist eigentlich noch cooler. Die Blinker hier vorne, die sehen so richtig fancy aus. 4,8 Sekunden ist jetzt die Beschleunigung hier für den Basis-Taycan. Das ist 0,6 Sekunden schneller als vorher. Also im Prinzip das beste Upgrade hier für die Basisversion. Und der bleibt natürlich auch im Preis vergleichsweise niedriger. Natürlich, ich sag mal, sechsstellig wird es immer. Aber hier, der hat halt auch nicht so viel extra Ausstattung, dass der, so wie er hier steht, knapp 130.000 Euro kostet. Was echt billig ist für einen Taycan im Verhältnis, wenn du überlegst, dass jetzt ein neuer Turbo GT eine Viertelmillion kostet. Ne? Das musst du dir mal überlegen. Also, ja, kann man sich überlegen, aber im Prinzip bietet der natürlich auch schon das volle Taycan-Erlebnis. Ist der neue Turbo GT jetzt bei minimal 2,2 Sekunden in der Beschleunigung. Das ist so die Spanne. Batterie jetzt, 97 Kilowattstunden netto. Das ist die große Batterie. Und die kleine Batterie ist fast so groß jetzt wie Vorgänger, die große, jetzt bei 82 Kilowattstunden netto. Also insgesamt viel größere Batterien dann verfügbar und natürlich auch die Reichweite. Der hat jetzt hier die größere Batterie, das ist natürlich ein Aufpreis für eine Basis. Und da kann ich schon fast 500 Kilometer mit weit kommen. Wenn ich auf der Autobahn bin, habe ich so 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer Verbrauch. Aber wirklich, wenn ich so 100 und dann Tempomaten reinsetze. Ne? Immer ein bisschen weniger als 500 Kilometer dann und natürlich noch weniger, wenn es dann zum Beispiel im Winter geht oder wenn ich halt, ja, die Leistung und so weiter mehr ausreize. Hier drücke ich, dann geht der Trunk auch auf.
Gibt es eigentlich schon einen guten deutschen Begriff für den Frunk? Vorderer Kofferraum? Vorfahrraum? Könnt ihr mal die Vorschläge in die Kommentare tun. So, hier ist nun genug Platz eigentlich auch, nicht nur für ein Kabel, tatsächlich auch für mehr. Rein technisch ist es sogar übrigens so, dass der hintere Elektromotor wirklich neu ist. Und hier beim Heckantriebsvariante gibt es natürlich nur den. Und dann bei Allrad gibt es natürlich immer noch die verschiedenen Versionen. Dann kriegst du jetzt zusätzlich noch einen Motor an der Vorderachse. Nun, Lea hat ihre Farbe für heute schon gewählt. Das ist jetzt der Turbo GT, auf dem sie da sitzt. Ja, muss nicht unbedingt der Turbo GT sein, aber die Farbe wohl. Den Panamera gibt es jetzt nicht mehr als Kombi. Den Taycan hier schon noch, entweder als Sporturismo, dann sieht er oben genauso aus wie hier, oder als Crosstourismo, Radläufe. Ein Plastik-Look, ein bisschen mehr Offroad-Look und der ist auch ein bisschen höher immer. Und wenn wir schon von höher sprechen, neue Porsche Active Ride, das ist diese besondere Federung mit Hydraulik. Hier gibt es so eine Einstiegshilfe, das Auto geht hoch, wenn ich dann reingehe, Tür wieder zumache, dann geht das Auto wieder runter. Das ist eine Funktion, die kannst du nutzen, musst du nicht. Generell ist das dafür gedacht, dass das Fahrwerk das Auto immer aufrecht hält. Das heißt, egal links, rechts, vorne, hinten, es arbeitet quasi immer gegen die Bewegung des Autos und hält es immer in der Geraden. Es ist eigentlich eine Komforttechnologie, kann aber halt auch Performance steigern in der Tat. Und das ist auch einer der Gründe, warum der jetzt so viel schneller in der Rundenzeit bei Rennstreckenrekorden und so weiter geworden ist. Er kann sogar überkompensieren. Das wird auf der Rennstrecke eher nicht gemacht, weil das nicht so gut für die Performance ist. Aber er kann sich quasi so ein bisschen auch wie so ein Motorrad in die Kurve legen. Spannende Technologie. Wir finden heute aber heraus mit dem Basis-Taycan, ob es wirklich nötig ist, dass ich das habe oder ob die Basisfederung eigentlich schon ausreicht. Die Türgriffe, wenn ich hier aufschließe, kommen die mir entgegen. Ja, das Feedback hier ist ein bisschen komisch immer, finde ich, muss ich sagen. Aber hier, ja, das ist echt ein gutes Geräusch, obwohl das ja rahmenlose Türen sind. Eine Option dieses Autos hier, also dieses Testwagens hier, ist, ich habe hier diese Doppelverglasung. Das ist besonders gut dann für Hochgeschwindigkeit auf der Autobahn, ist es deutlich ruhiger im Interieur. Und hier auch tierlederfreie Interieur. Das ist alles Soft Touch, also gute Verarbeitungsqualität. Auch hier an den Innenseiten der Türen ist das alles ausgekleidet und so. Und ich habe das Mikrofaserlenkrad. Das ist echt richtig cool. Ich mag das, hat man super Grip, Sommer wie Winter. Und auch diese speziellen Retro-Stoffsitze, Pepita nennen die das, oder Hahnentritt, sagt man ja auch manchmal bei uns. Mikrofaser auch nochmal und Kunstleder außen. Und die Sache ist die, das sind auch nicht nur die tierfreundlichsten Sitze, sondern auch noch die bequemsten Sitze, weil sich das dem Körper besser anpasst, gerade den Sitzbeinhöckern. Also unterm Hintern stehen ja diese beiden Knochen raus. Und wenn du jetzt die glatte Tierlederoberfläche hast, das ist einfach viel härter. Dann bräuchtest du eher ein ganz weiches Kunstleder, wie BMW es anbietet oder so. Aber das ist tatsächlich die komfortabelste Option für den Taycan. Das Einzige, was ist, die benutzen jetzt in dieser Version auch ein bisschen Wollanteil. Das ist, wenn du noch Kleidung anhast, merkst du nicht viel von. Aber bei nackter Haut, dann kratzt das so ein bisschen. Aber ja, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Ich sage euch mal, insgesamt sind das die besten Sitze für den Taycan. Sitzposition hier mit 1,89. Hat noch viel Kopffreiheit insgesamt. Ja, du merkst sofort, dass es ein Sportwagen ist, wenn du jetzt hier sitzt. Auch wenn er natürlich nicht allzu kurz ist. Aber es macht schon Spaß, selbst wenn man drin sitzt. Und hier im Cockpit 1, 2, 3 Screens. Einmal die Instrumente, die gehen hier so rum. Dann der Hauptinfotainment-Screen und Beifahrerscreen gibt es auch noch. Den kannst du von der Seite, von da und auch von mir nicht sehen, nur wenn man wirklich auf dem Sitz sitzt. Das ist halt auch so aus Sicherheitsgründen, damit, wenn ein Film läuft, ich das nicht sehen kann, sondern halt nur von hier. Ich finde es immer praktisch, dass man den Fahrmodus direkt hier am Lenkrad wählen kann. Das kannst du also auch sehr gut während des Fahrens machen. Wenn du jetzt den Porsche Active Ride hättest, diese extra Federung, dann wird es hier in Komfort erscheinen. Ansonsten, was du immer hast hier, die Luftfederung ist immer Standard. Das heißt, wenn du hier Sport musst oder normal musst, ist die Luftfederung dann nicht ganz so straff. Sport und Sport Plus geht es ja etwas niedriger, ist auch straffer. Und das ist auch Basis selbst hier beim Heckantriebsteilkern. Und hier kannst du diesen Soundaktuator aktivieren oder deaktivieren. Ja, ganz, ob man es mag oder nicht. Hier, da siehst du, dass die Luftfederung ist, weil man hier auch die verschiedenen Niveaus anwählen kann. Lift dann zum Beispiel für die Tiefgarage oder so. Was ich beim e-tron GT immer besser finde, hier,
ich muss halt immer hier drücken für die Temperatur. Im e-tron GT habe ich noch eine klassische Klimaeinheit. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich Lea anschauen soll oder diesen Turbo GT, der da hinter uns steht. Naja, ich würde natürlich immer zuerst Lea anschauen. Genau, ich hoffe ihr auch. Lea zeigt uns jetzt mal die Mittelkonsole, weil da kommt man tatsächlich als Fahrer eigentlich eher schlecht dran, obwohl es eigentlich auch für den Fahrer gedacht ist. Also einmal hast du natürlich hier die Cupholders und dann darunter ist hier das für das induktive Ladepad. Also, aber ja, genau. Und das klappt dann sofort wieder runter. Also ja, insgesamt nicht die praktische Lösung so für einen Platz. Rücksitze eigentlich hier mit den Stoffsitzen ganz geil. Also, weil du hast hier so eine Einzelsitzatmosphäre. So, das ist echt cool, bequem auch. Ja, nur, also es passt hier gerade für große Erwachsene, wenn auch ein großer Erwachsener fährt. Und auch von der Kopffreiheit, es kommt so gerade hin. Wenn, sobald ich meinen Kopf ein bisschen nach links bewege, stoße ich dran. Ist für die Länge des Autos nicht optimal. Ist natürlich auch nicht unbedingt der Fokus des Autos. Wenn du das hier runterklappst, ist es auch hier ganz gut. Kannst du auch Becher und Flaschen reintun, die werden auch festgehalten. Und hier unten hast du eine separate Klimaeinheit. Ja, sieht auch ganz fancy aus. Ich bevorzuge das eigentlich, wenn es kein Screen ist oder so. Aber ja, insgesamt, man kann zufrieden sein. Aber mehr Platz könnte es natürlich angesichts der Länge trotzdem geben. Aber hey, ist ja immer noch quasi ein Sportwagen. Und siehe da, wir haben auch noch hier Filz an den Innenseiten der hinteren Türen. Launch Control. Alter Schwede. Puh. Und das ist der Basis-Taycan. Das war jetzt, glaube ich, leicht hoch. Aber wir müssen noch mal aufs Video, auf den Timecode gucken. Puh, offiziell soll es 4,8 Sekunden jetzt sein. Also 0,6 Sekunden schneller für den Basis-Taycan. Also da muss man sagen, dass der Basis-Taycan, die Einstiegsversion mit Heckantrieb, am meisten von diesem Upgrade, von diesem Facelift hier profitiert hat. Und boah, also mein Adrenalin ist schon richtig eingeritzt. Ja, ja, ja. Das Lea-Meter war auch schon aktiv. Ja, also echt mega. Wie gesagt, natürlich geht es noch extremer hier. Turbo S, jetzt der neue Turbo GT. Aber das hier reicht mehr als aus. Und ich finde halt geil, du hast einen Heckantriebssportwagen hier. Und ist ja auch die Basisfederung. Und wenn wir jetzt mal hier rüber wechseln. Das Auto bleibt einfach komplett aufrecht. Sport Plus ist das hier. Natürlich noch am meisten Boost. Das Fahrpedal ist am sensitivsten und so. Und die Federung, die Luftfederung bleibt auch da am straffsten. Aber wenn ich jetzt mal zum Beispiel auf den Normalmodus zurückgehe, dann ist die Luftfederung hat ein bisschen mehr Spiel. Aber das Auto bleibt auch perfekt aufrecht. Also im Grunde genommen kannst du einfach losfahren, lässt es im Normalmodus und fertig. Du hast auch gehört, in dem Sport, auch Sport Plus Modus, gibt es auch diesen Soundfeedback, also dieser Soundaktuator, der auch nochmal so ein bisschen Ton mit einspielt hier. Ja, kann man auch alles deaktivieren, muss man nicht haben, kann man aber machen. Ja, also so ganz so, wie es einem beliebt. Aber er fährt sich echt mega. Und hier 120 auf Autobahn, bis auf das Piepen hier für den Geschwindigkeits-, hast du um 1 km/h überschritten, kannst du aber, ja, aber auch hier auf den Hotkey liegen. Also super leise. Er hat jetzt hier dieses optionale Insulationspaket. Also nochmal, wie hieß es? Insulation. Ja, genau. Genau, sorry, das ist Englisch. Ja, sorry Leute. Ich mache das jetzt seit 10 Jahren täglich nur auf Englisch. Manchmal fallen mir direkt die englischen Begriffe ein, aber ich arbeite dran. Ich arbeite definitiv dran. Und vor allem manche Sachen im Automobilbereich bezeichnet man häufig irgendwie auch auf Englisch so. Ne? Also ja, aber ich lerne definitiv auch nochmal auf Deutsch dazu. Genau, also dieses Geräuschdämmungspaket, das hat er hier nochmal drin. Da siehst du, dass es halt so eine doppelte Verglasung ist. Das ist echt mega. Also er ist so ruhig hier auf der Autobahn. Wir können uns hier easy, locker unterhalten. Und ich habe das Gefühl, weil wir letztens in Panamera auf derselben Autobahn gefahren sind, hier in Südspanien, in der Nähe von Sevilla, dass der fast ruhiger ist. Ist er noch mal ein bisschen niedriger? Du sitzt auch niedriger, sportlicher. Für den Beifahrer, also Lea fühlt sich hier, sagt sie gerade, sogar wohler als in Panamera, weil man nicht so sehr hin und her geschoben wird, selbst wenn ich jetzt hier so Manöver fahre. Also das ist echt cool. Ja,
Und der Heckantrieb ist natürlich hier auch nochmal ein bisschen effizienter, wenn man so an, ne, langfristig Verbrauch und so weiter denkt. Also insgesamt muss ich sagen, fährt er sich echt mega, gerade hier schon als Heckantriebs, als Basisversion. Und das Fahrwerk macht einen super Job. Brauche ich jetzt dieses neue Porsche Active Ride? Ich würde sagen, nein, brauche ich nicht, weil die Basisluftfederung schon echt mehr als gut genug ist. Ich finde sogar, dass das Fahrgefühl damit sogar ein bisschen natürlicher ist, als wenn ich jetzt diese neue Porsche Active Ride hätte, wo sich das Auto nochmal extra aufrecht bleibt. Und dann gibt es ja auch diese Überlehnungsfunktion. Also ja, aber das hier ist echt mehr als genug. So, jetzt fahren wir noch ein bisschen agiler. Oh, einfach geil wieder rausbeschleunigt. Auch hier immer in der Kurve. Also du hast das Gewicht der Batterie, aber du fühlst es echt kaum. Das ist echt mega. Boah, so viel Druck. Guck mal, wir sind schon wieder auf 100. Unglaublich. Also du hast das Gefühl, der klebt regelrecht an der Straße. Und nochmal, es ist der Basis-Taycan. Aber es ist einfach geil, Heckantrieb zu haben, oder? Also ja, mit Allrad habe ich natürlich immer mehr Performance. Aber pass mal auf, wenn ich jetzt hier einfach nochmal anhalte, kannst du einfach nochmal einen Launch-Motor machen. Das kannst du jederzeit wiederholen. Zack, und schon wieder auf 100. Unglaublich. Und hier, wenn links, rechts, ist einfach so krass, wie er an der Straße klebt. Also das als Basisversion schon echt mega, mega beeindruckend. Heute haben wir uns eher auf die Basisversion fokussiert, aber es kommt noch was. Das ist hier der Taycan Turbo GT, völlig neue Version. 2,3 Sekunden ist dann hier die Beschleunigung. Entweder hier normal der Turbo GT, dann haben wir hier den integrierten Heckspoiler, nur so relativ klein hier, natürlich noch mal krasser hier, oder noch mal krasser der Turbo GT mit Weißdachpaket, dann 2,2 Sekunden und hier ist der Unterschied, ich habe keine Rücksitze drin, also keine Rücksitzbank und ich habe hier diesen festen Spoiler und davon gibt es auch ein Fahrreview auf der Rennstrecke mit mir, noch nicht heute. Aber in ein paar Tagen, wenn ihr das Video hier ganz früh schaut oder vielleicht, wenn ihr es später schaut, dann ist es schon online. Wir verlinken es auch. Oder ansonsten, falls es noch nicht online ist, abonnieren. Dann seht ihr den bald auch hier auf der Rennstrecke.